Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Kingdom Come Deliverance. So, wir können uns gerade mal waschen. Wir müssen mit ihm hier reden, Baumeister Karel. Guten Tag. Tag. Zeig mir den Ort, an dem der Unfall geschah. Der Klostermeier schickt mich. Du sollst mir den Ort zeigen, an dem der Unfall passiert ist. Als hätte ich nichts Besseres zu tun. Warum tut er es nicht selbst? Und warum willst du dich dort überhaupt umsehen? Wegen der Thalenberger Steine. Wegen der Thalenberger Steine. Wenn wirklich Gestein von minderer Qualität geliefert wurde, sollte das Folgen nach sich ziehen. Ich wüsste gern welche. Aber dem Klostermeier würde sicher der Gedanke an billigeren Stein gefallen. Ist dir sonst noch was aufgefallen? Ist dir sonst noch etwas aufgefallen? Natürlich. Das ist schließlich eine Baustelle. Da geht ständig etwas schief. Die Männer beschweren sich dauernd und alles könnte schneller fertig werden. Also wie auf jeder anderen Baustelle auch. Genau. Hin und wieder bringt jemand schlechtes Holz oder ein Arbeiter schneidet sich den Daumen ab und sieht darin ein böses Omen. Und es gibt andauernd Gerüchte. Ich wüsste gern, worüber die Männer reden. Wer Sachen stiehlt, welcher Klosterbruder nachts Frauen besucht, wie die Arbeit läuft. Normale Dinge eben. Nur das Gerede über den Fluch ist überhaupt nicht normal. Sie haben ja diesen Dämonenschädel ausgegraben. Oh. Diebstahl, sagst du? Diebstahl, sagst du? Wer könnte hier denn stehlen? Laut den Gerüchten? Einfach alle. Vom Abt über den Kustos bis hin zum niedersten Arbeiter. Das ist wie mit dem Rumhuren und den Würfelspielen. Es gibt einfach keinen Schutz vor übler Nachrede. Hier und dort geht einfach etwas verloren. Aber Stein hat noch nie jemand gestohlen. Es gäbe ja keine Arbeit mehr, wenn sich hier jeder an den Steinen bedienen würde, nicht wahr? Schädel eines Dämonen? Du hast einen Dämonenschädel erwähnt. Ja, er wurde in dem Loch für das Gerüstfundament gefunden. Sie haben ihn fortgeschafft, damit er woanders seinen Fluch wirkt. Aber ich selbst habe ihn nicht gesehen. Wer könnte mehr wissen? Wolltest du dich nicht um die Steine kümmern? Leszek ist zuständig für die Gerüste, also frag ihn, wenn es sein muss. Vielleicht weiß er mehr. Okay. Zeig mal, wo der Unfall passiert ist. Wo ist der Unfall geschehen? Nicht auf der Hauptbaustelle, sondern beim Wirtschaftsgebäude neben der Kirche. Genau unter der langen Treppe vor der Eingangspforte. Frag meinen Gehilfen dort. Du erkennst ihn leicht. Er ist gekleidet, als gehörte ihm dieser Ort. Gott behüte dich. Gott behüte dich auch, ja. Ja, ich brauche erstmal noch Dietrich hier, dass ich den Edelstein holen kann. So. Wo ist denn der Hilfsdude? Muss ich aber mal gucken. Questlog. Steinschlag, da sind wir. Frage Leszek nach dem Schädel und C suchen nach Hinweisen. Okay. Wir haben Johanna im Kloster. Ja, den verschwundenen Moldavid muss ich noch. Liebeswerben, Freund in Not. Tierhäute, Plünderer. Nimmt's den Reichen. Ja, das haben wir auch noch. Schatz. Das müssen wir noch machen. Befrage Leszek und suche nach Hinweisen. Dann suchen wir erstmal nach Hinweisen. Da muss ich ihn dahin. Da? Ne. Leiter benutzen. Dann gehen wir mal hoch. Schloss Klacken, genau, Schloss Klacken leicht. Ist da drüben irgendwas? Ne, sieht nicht so aus.
komme ich auch nicht so einfach hin. So, was haben wir hier? Da sind Klamotten. Wer auch immer jetzt ohne rumläuft. Nein. Upsa. Aua. Jetzt muss ich mich aber, glaube ich, wirklich verbinden. Anwenden. Hä? Ah, so. So, jetzt sind wir zumindest wieder verbunden. Sollten wir zumindest. Ringelblumenaufguss, kann ich den anwenden? Ah, okay, ne, den könnte ich da anbringen, dann essen wir den. Das war jetzt ungeschickt mit dem Runterfallen. Aber zumindest müssten wir vollständig verbunden sein und dürften nicht mehr groß bluten. Das ist ja schon mal was wert. Hätte ich vielleicht noch auf den Verband machen sollen, nicht Nuss. Nicht dran gedacht. Ja, das passiert, wenn man zu übermütig ist, dann fällt man halt vom Gerüst. Da haben wir nichts. Da haben wir nichts. Da komme ich nicht hin. So Gerüste wären mir persönlich jetzt absolut nicht geheuer, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich würde da nicht drauf rumklettern wollen. So im Real Life. So, hier ist der Kran. Sind wir hier bei? Nö. Können wir aber trotzdem gerade mal gucken, wenn wir hier sind. Nur aufpassen, dass ich nicht wieder runterfalle. Das wäre nicht gut. Die ist auch verschlossen, ne? Ja. Schloss knacken leicht, hilft halt gar nicht. Ach, hier komme ich gar nicht weiter. Oh. Ich dachte, ich käme hier oben weiter. Dann müssen wir noch mal gucken. Und ich muss, glaube ich, noch mal Ringelblumen nehmen. Ringelreihen. Ich habe gar keine mehr. Schade aber auch. Da muss ich mir nachher mal einen Schlafplatz suchen. Und der Theresa muss ich flyern. Nicht der Theresa, der... wie heißt der? Johanka muss ich Fleisch bringen.
Für die Hungernden 100 Fleisch soll ich dir bringen. 100 Fleisch ist schon eine Ansage. Aber wir haben ja Zeit, das ist ja das Schöne. Hopsa. So. Dann gucken wir mal nach der Unfallstelle. Da muss die hier hinten irgendwo sein, ne? Waschen ist nicht verkehrt. Setzen. Schloss knacken. Wo geht's da runter? Ah, hier sind wir außerhalb vom Kloster. Okay. Ich komme nur irgendwie nicht hoch. Das ist aber nicht die Unfallstelle. Ah, hier ist die. Da doch gerade irgendwas... aufgeblinkt. Hier ist der Stein auf ihn gestürzt. Man sieht noch die Flecken. Ist von da oben, oder? Komme ich da hoch? Ah ja. Gehen mal da hoch. Ich hoffe, ich falle nicht wieder runter. Ich sprach's und... es geht hier schon wieder Kopf und Kragen. Gibt es hier oben was zu untersuchen? Ne, hier ist nichts. Aber hier. Da. Hier ist noch mehr von dem Gestein. Hoffentlich fällt der Rest nicht auch jemandem auf den Kopf. Gibt's hier noch was zu untersuchen? Probier das mal. Von hier aus. Das ist schon der Untersuchungsbereich hier. Ist dann eher unten nochmal was, oder?
Dann gehe ich unten nochmal rein. Vielleicht finden wir da noch mehr. Nehmen wir gerade mal mit, wenn wir schon dran vorbeilaufen. Sind wir hier im Untersuchungsbereich? Nicht wirklich. Ah, hier, der Stein. Das muss der Stein sein, der ihn getroffen hat. Ich nehme ein Stück mit. Vielleicht weiß jemand mehr. Okay, haben wir abgeschlossen. Dann kann ich mit dem Dude reden. Ergründe die Herkunft des schlechten Steines. Welcher Teil ist das? Ah. Und ich muss Leszek wegen dem Schädel befragen. Ach du lieber Himmel, du bist voller Blut. Du brauchst einen Heiler. Ja, ja. Hast du den Schädel gefunden? Ich hörte, du hast etwas gefunden. Das stimmt. Bei der Arbeit. Hab es aber gleich verschwinden lassen, damit die anderen es nicht sehen. Aber Gerüchte kamen dann trotzdem auf. Was sollten die anderen denn nicht sehen? Jetzt halte ich fest. Ein Dämonenschädel. Okay. Auf geweihtem Boden? Hier? Auf geweihtem Boden? Mitten auf dem Klostergelände? Hab ihn außerhalb der Mauern gefunden. Wo genau? Gibt es dort noch andere Auffälligkeiten? Nein, nur die Gerüste halt. Wir wollten sie erweitern, also mussten wir dort Fundamente graben. War es wirklich der Schädel eines Dämons? Und du bist sicher, er gehörte einem Dämon? Ich weiß, was ich gesehen habe. Ich erkenne einen menschlichen Schädel, aber dieser hatte Hörner. Außerdem sonderte er einen höllischen Gestank ab. Das tun Tote meistens. Und wo ist er jetzt? Was hast du mit ihm gemacht? Ich habe ihn zum Fluss gebracht, um ihn hineinzuwerfen. Aber dann ließ ich ihn fallen, sodass er hügelabwärts rollte. Weiß der Teufel, wo der hingerollt ist. Vielleicht finde ich ihn. Gott behüte dich. Okay, gehen wir Schädel suchen. Dann gehen wir mal den Schädel suchen. Ich habe keine Heilmittel mehr. Das ist doof. Wieso komme ich hier nicht raus? Das ist doch leicht buggy, habe ich den Eindruck. Mist. Ah, jetzt. Sehr gut. Haben wir geschafft. Flussabwärts ist er gerollt. Nein, nicht runterfallen. Komme ich da rüber? Ja. So, ist natürlich die Frage, wo ist der? Finde ich den hier irgendwo? Die nächste Frage, komme ich hier wieder irgendwo raus? Ich fürchte, ich muss beides mit Nein beantworten. Ich weiß gar nicht, ob Heinrich schwimmen kann.
glaube ich, nie so probiert. Muss ich nur mal irgendwo was finden, wo wir hier wieder rauskommen. Halleluja. So. Rennen kann ich nicht. Vielleicht sollte ich mich erstmal schlafen legen. Dazu müssen wir mal bei Johanka vorbei und uns dort irgendwo hinlegen. Und dann können wir vielleicht wieder loslegen. So hat das, glaube ich, gerade nicht wirklich viel Wert. Schneller kann ich nicht laufen. Nehmen wir noch mit. Bin nicht überladen, aber wir sind halt verletzt. Das ist gerade ein bisschen doof. Huhn. Ich glaube, wenn wir schlafen, sollte das besser laufen oder besser wieder besser gehen. So, irgendwen müssen wir noch wegen dem Stein befragen, ne? Aber das können wir, wie gesagt, alles morgen machen. Keine Chance zu rennen. Aber zumindest haben die Verbände die Blutung gestoppt. Ich hätte sie nur vorher mit dem Dings behandeln sollen. Das wäre, glaube ich, besser gewesen. Ich weiß nicht, ob es klug ist, dass wir uns hier hinlegen, aber wir machen es einfach mal. Schlafen mal 4 Stunden. Vielleicht ist es dann ja besser. Ja, auf jeden Fall. Sehr gut, wir können zumindest wieder laufen. So. Jetzt können wir mal nach dem Schädel suchen. Komme ich hier raus? Außer da hinten? Ist hier oben noch ein? Ne. Ich gucke auch mal, ob ich da noch einen Ausgang finde. Der ein bisschen geschickter ist. Da ist einer. Halleluja, sehr gut. Da ist die Wiesen runter. Im Idealfall ja irgendwo, wo ich auch hinkomme, ne? Hm? Ach, das war nur Licht. Nicht wieder ins Wasser. Ah, hier ist ein Weg. Wir haben einen interessanten Ort entdeckt. Schnaps. Das war aber nicht das, was wir gesucht haben.
Das ist nicht das, was ich gesucht habe. Ist aber natürlich die Frage, ist der hier irgendwo hingerollt? Der Schädel? Da. Der sieht echt aus, aber ich bin kein Experte. Sehr gut, haben wir den. Jetzt müssen wir den Ort absuchen. So, dann müssen wir wieder in die Gruft. Bienenstock. Kriegen wir da was raus? Honig. Cool. Nehmen wir auch gerade mal mit. So. Das war doch der Ort, wo der den gefunden hat, oder? Bring den Schädel zum örtlichen Schinder. Oh, okay. Und wir müssen die Herkunft des Steines erkunden. Das können wir gerade mal machen. Das ist A oder B? A ergründet die Herkunft des schlechten Steines. Ach, das machen wir in Thalmberg. Okay, das heißt, dann kann ich hier dahingehend gar nicht mehr viel machen. Helfer des Klostermeiers. Glück und Gesundheit. Danke dir auch. Wo finde ich den Schinder? Wo lebt der Sasauer Schinder? Sein Haus befindet sich zwischen Rathaus und Kirche. Hab Dank. Lebe wohl. Ah, vielleicht können wir auch in Sasau Dietriche kaufen. Da sind doch auch Händler. Wenn ich mich richtig erinnere. Das gucken wir gerade mal. Das müssen wir jetzt gerade mal gucken. Ah, hier bin ich falsch. Ich brauche unbedingt Dietriche. Und es ist übrigens auch gut, dass wir die Leute da getötet haben. Die Diebe. In der vorletzten Folge oder so war das, glaube ich. Weil wenn ich da jetzt wieder hinkäme, wären die wieder am Leben. Dann hätte ich die Probleme wieder an der Backe. So sind sie jetzt hinfällig. So, wir haben Schmied entdeckt. Das ist ein potenzieller Kandidat für Dietriche. Und hier sind aber auch Händler irgendwo. Da. Vielleicht kriegen wir auch hier Dietriche. Wir haben entdeckt Schenke. Die hat Zwiebeln, Äpfel. Gütiger Gott, was ist mit deinen Kleidern? Wenn du überfallen wurdest, solltest du es melden. Ja,
Lass uns handeln. Birnen, Branntwein. Ach, ich kann aber verkaufen. Schnaps. Können wir verkaufen. Den Honig kann ich mal verkaufen. Ja, das ist ja immerhin schon ein bisschen was. Lässt sich was am Preis machen? Bestimmt. Mm, ist gut. Was sagst du dazu? Na dran. Geh noch ein bisschen runter und Hand drauf. Okay. Endlich eine vernünftige Summe. Sehr gut. Der ist weg. Salami, Würste, Schmalz und Schinken. Euch wird garantiert das Wasser im Munde zusammenlaufen. Was hast denn du so? Guten Abend. Lass uns handeln. Dörrfleisch. 5,8. Wir nehmen mal 2. Eins für mich, eins für den Hund. Handeln aber natürlich. Reden wir über den Preis. Warum nicht? Zehn. Wie wär's damit? Das ist zu wenig. Hm? Zufrieden? Komm schon, ein bisschen mehr und wir sind im Geschäft. Na gut, dann 11. Na gut, einverstanden. Aber auch sie hat keine... Wir haben einen Schreiber entdeckt. Cool. Können wir vielleicht nochmal lesen lernen bei Gelegenheit. Muss aber erstmal, ich könnte mich waschen. Hier muss der Schinder irgendwo sein. Hey. Hi. Guten Tag. Tag. Das soll angeblich ein Dämonenschädel sein. Ich habe diesen Schädel gefunden. Es heißt, er gehörte einem Dämon, aber ich bin mir da unsicher. Sieht jedenfalls so aus. Die Hörner und alles. Hm. Zeig her. Da hat wer ein Geweih an einem Menschenschädel befestigt. Hm? Es ist kein Dämon, sondern ein schlechter Scherz. Das beruhigt mich. Jemand muss ihn absichtlich dort abgelegt haben. Jemand, der wusste, dass man dort graben würde. Und er hat sich viel Mühe gegeben. Die Hörner sitzen felsenfest, obwohl das Teil im Wasser lag. Wer das getan hat, war ein geschickter Mistkerl, sag ich dir. Okay. Dann viel Glück. Danke. So. Befrag den Geristbauer Leszek. Bist du der Schreiber? Ja. Gott sei mit dir. Dann reden wir mal. Lass uns handeln. Oh, bei dem kann ich was lesen. Aber das kostet richtig. Rattai. Das lassen wir mal im Moment noch. Gurken, saftige Gurken, Spargel und Pflaumen. Hi. Das hier ist eine... Das ist ein Rüstungsschmied, ne? Ja, kriege ich bei dir einen Dietrich? Ne, stehlen will ich nicht. Schon gar nicht, wenn der davor steht. Glück und Gesundheit. Lass uns handeln. Hast du Dietrich, ja? Nee. Tolle Sachen, aber... Bei den Preisen bin ich raus. Rüstmeister. Gott sei mit dir. Reparatur. Nee, im Moment auch nicht. Ich krieg Dietriche wahrscheinlich nur beim Müller, ne? Und die reden gerade noch nicht mit mir. Händler. Vielleicht hat der ja Dietriche. Hi. Gelobt sei Jesus Christus. Amen. Gott behüte dich. Billigen Wein, Brot, Brötchen, die Speisen des Herkules.
Distel. Ah, das heißt, hier kann ich verkaufen. Forelle. Gegenmittel. Gegen. Hilft bei einer Lebensmittelvergiftung. Hochwertige Pfeile. Schmiedeset. Schusterset. Schaufel. Aber auch keine Dietriche. Die kriege ich wahrscheinlich wirklich nur bei Müllern, bei Müller. Das ist nicht gut. Den kann ich hier nicht verkaufen. Das war's. Okay. Falschen wir noch. Lässt sich was am Preis machen? Das klar, bringt nicht viel, aber nicht. Hier ein Taler, dort ein Taler und nochmal ein Talerchen. Oh. In Ordnung. Oh. Okay. Ja, da muss ich echt gucken, wo ich einen Müller finde, ne? Oder ich gucke nochmal bei den Schmieden, ob die Dietriche haben. Hier sind doch irgendwo zwei Schmiede. Das ist keiner. Bist du der Dieb? Du weißt, wie das endet. Ja. So. Dem hast du es gezeigt. Aber sowas von. Danke, diese diebische Elster. Man kann niemandem mehr trauen. Damit du weißt, dass ich nicht geizig bin, eine Kleinigkeit. Danke. Danke. 4 Groschen, ja. So, damit würde ich sagen, beenden wir auch mal die heutige Folge. Der hat Dietriche. Sehr gut. Und er hat Groschen. Das Brot können wir mal mitnehmen. Die Äpfel können wir mitnehmen. Ciao. So. Wenn du irgendwas versuchst, dann hau ich dich wieder. Der haut ab. Okay. Was zur Hölle war das? Ja, was war das? Das war ich. Super, wir haben Dietriche. Das heißt, dann können wir auf jeden Fall in der nächsten Folge, die endet jetzt nämlich. Ich sag vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat's gefallen. In der nächsten Folge werden wir dann jetzt nochmal zu der Kiste reiten und den Stein holen, dass wir da weiterkommen. So. Haben wir alles richtig gemacht, dass wir hier geblieben sind. Ja, und wie gesagt, beenden wir die heutige Folge. Ich sag danke fürs Zuschauen und tschüss. Bis zum nächsten Mal.